Moin Moin und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge der zweiten Season bei der schönen Rhein-Silber-Gold. Schönen Montagmorgen. Ihr seht schon, wir haben schon 4 Uhr. Ja, das heißt, wir dürfen auch die 211 heute Morgen erfahren. Das ist halt schon richtig, richtig, richtig viel Action geboten. Mal ich auch ein paar wie die vergangenen 2 Wochen mal schnacken will, ein kleines Revue, was ihr mir mitbekommen habt. Und ja, das wird ein bisschen auch informativ, sage ich euch jetzt schon mal, aber ich denke mal, oder zumindest hoffe ich, dass für euch das Ganze da ein bisschen, die OMSI ein bisschen flutschiger runtergeht. So, jetzt fahren wir erstmal die Haltestelle. Ich denke, an dem Bus hat sich nämlich ein bisschen was verändert. Zumindest ist mir mal was aufgefallen. So, ich muss mich nämlich heute ein bisschen bremsen, was Informationen, dass ich mich nicht überschlage. Das ist so mein Problem. Aber das mal gleich mal die ganzen Peoples mal da reinbekommen. Und dann. So, Haltestelle angekommen. Einmal rein in die gute Stube. Vielleicht nochmal vorspulen. Es ist ja nicht so viel los um die Uhrzeit, aber hey. Sind unterwegs. Jetzt. Ja, der Hahn da, der ist immer so komisch. Um die Uhrzeit. Manchmal gerade, man hätte hier irgendwo einen Bauernhof in der Nähe, ne? Also. Und ja, ich hatte auch schon mal einen Hahn, also einen Hühnerstall, gehabt, wo jeden Morgen so ein Gaggerer war. Ich dürfte nur leider nicht. Oder ich dürfte immer dann morgens runtergehen, Hühnerstall aufmachen und sagen, hey, wenn du nicht pünktlich warst oder wenn du nicht artig warst, dann hat dich der Hahn sogar angegriffen. Aber ja, keine Ahnung. Dein Revier, mein Revier. Ich habe keine Ahnung. So. 2 Minuten, deswegen werden wir heute auch ein bisschen pünktlich fahren. Ja, in 2 Wochen kann sich viel tun. Viel an vielen Baustellen gearbeitet. Da war ja auch ziemlich viel Sim Racing dran. Ne? Also ich habe ja viel trainiert in den letzten 2 Wochen. Das war so hauptsächlich der größere Part an der ganzen Sache, dass ich gesagt habe, hey, es macht mir so viel Spaß, dass ich auch weniger, ja, wie gesagt, OMSI gefahren bin. Ah, ja. Man hat es ja anhand von den Videos natürlich gesehen, ne? Da kam nichts. Wo bleibt er denn auch mit der. Was ist denn hier mit Thüringen Map los? Ich muss mich halt ein bisschen nach den Terminen von anderen quasi richten. Was ich ursprünglich nicht schlimm fand, aber ja, ich konnte halt nicht alles unter einem Hut packen. Deswegen hat sich das ein bisschen gestaut, so dass ich jetzt erstmal beschlossen habe, erst beschlossen, am Überlegen bin, vielleicht erstmal nur einmal die Woche Sim Racing Nächste an. Haltestelle. Freiheit. Ja, das wissen wir, dass Freiheit ist. Also nicht, dass mir das jetzt keinen Spaß mehr machen würde, ne? Aber es geht einfach um die Zeit. Mir tut nämlich jetzt in den letzten paar Tagen, also wir haben heute gestern den Sonntag. In den letzten paar Tagen habe ich nämlich aktiv noch ein bisschen Sim Racing geübt. Und
Leider hat sich jetzt auch am Freitag, ich glaube, das dürfte, heute ist der 27., rechnet einfach mal 3 Tage zurück. Am Freitag letzte Woche hat sich bei mir dann nämlich die Depression wieder angekündigt. Das heißt, ich konnte auch nicht arbeiten. Und ich hatte auch nicht groß irgendwie Lust gehabt, irgendwas zu machen. Ja, also, Depressionen sind einer meiner Langzeitbegleiter. Und ja, ich hoffe halt, dass ich halt den nächsten Monat, wenn ich meinen Doc-Termin habe, darüber nämlich auch ein bisschen reden kann. Und das war nämlich auch in dem Punkt, was die Konzentration auch betrifft, Leistungsfehler, daran arbeiten können. Also ihr seht, es ist wieder echt ein dicker Brocken, den ich mir, der sich ein bisschen da gestaut hat. Problem ist einfach an der Sache, dass ich echt manchmal nicht weiß, wie ich damit umzugehen habe. Dann sage ich einfach, mache ich einen Cut, mache dann quasi gar nichts, so wie in den letzten 2 Wochen, als da fast keine Videos kamen. Da stand ich quasi dann so da. Kann ja nicht ewig so weitergehen, ich weiß es, aber selbst letzt um die Uhrzeit, hey, mir brummt der Schädel, ich konnte wirklich nicht schlafen. Und was bleibt mir anderes übrig, als die Zeit dann zu nutzen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal hier für euch noch eine kleine Fahrt, ein kleines Statement. Dass das Ganze sich halt ein bisschen, ja, dass ihr wisst, was los ist. Ja. Und vor allem ist halt so der Punkt. Ich bin ja schon froh, dass wir wenigstens für ETS 2 das Ganze hinter uns haben. Die Overlay, dass ich quasi den Punkt abgeschlossen habe. Bin jetzt auch noch gerade dabei. Bin auch gerade dabei. Ja, warum willst du hinten einsteigen? Als ich diese Woche noch meinen Flussi deinstalliert habe, weil ich jetzt auch noch die Woche mal meine Festplatte einübeln durfte, da will, dass das auch mal vorankommt. Und ja. Also versuche ich jetzt mal ein bisschen mit Ruhe und Gelassenheit. Oh Gott, was für ein Ziel. Ja. Nächste Ruhe und Haltestelle. Gelassenheit. Ihr wisst, wie ich manchmal bin. Linkswesen. Das Ganze ein bisschen besser zu gestalten. Weil ja, bevor ich wieder diesen Gedanken gesprungen habe, weil ich muss mich echt verdammt stark gerade konzentrieren und das mit Medikamenten. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Problem, den Konzentrationsproblem oder mit diesen Gedankensprüngen, dass man sich ein bisschen fokussieren soll. Ja, und gerade dieser Fokus, der ist mir gerade wichtig, den finde ich gerade momentan nicht. Deswegen wird auch diese Woche für mich erstmal von der Arbeit her erstmal eine Auszeit geben. Um einfach mich wieder zu orientieren. Ja, du bist doch ein Depp, Alter. Oh mein Gott, fahren Sie Hey, before you Scheiße. go, you fat idiot. So, was gerade ein bisschen irritiert. Genau. Dass ich, weil ich gehe offen mit der Situation quasi um, dass ich, weil ich andere Menschen auch damit ansprechen will, die vielleicht dasselbe Problem haben. Klar, ich habe jetzt hier rechts auf dem Bildschirm, ihr wisst, dass da auch der Chat ist, ne, dass ich da mir ein paar Punkte gemacht habe. Und Nächste Haltestelle, Felsenstraße. Und da ist halt auch ab und zu
ab und zu. Da ist es auch aktuell quasi ja, die Problematik quasi drin. Deswegen hat es für mich auch in dem Fall keine Videos, keinen Sinn ergeben, Videos zu produzieren, wenn ich mich nicht auf die Sache konzentrieren konnte oder wenn ich halt diese Gedankensprünge hatte. So. Und deswegen ist so ähnlich wieder die Klarheit wieder haben. Oder versucht die Klarheit, Objektivität wieder zu bekommen. Weil ich bin immer noch dabei zu wachsen, ich möchte immer noch wachsen. Es ist halt nur so, dass ja, mich halt in den 2 Wochen wirklich Sachen bekleidet haben, wo ich überhaupt ne, auf der einen Seite habt ihr bei Facho vielleicht im Nächste Stream mitbekommen, Haltestelle, dass Uhlenbrockstraße. ich da von der Arbeit ein bisschen gestresst bin und auf der anderen Seite halt ich versuche mir da ein bisschen zu Hilfe zu holen, ne? Wie ich in gewissen Sachen einfach das anders da machen kann. Leider ist es so, dass es halt auf der Arbeit ist ein bisschen locker. Man versucht mit erfahrenem Personal zu arbeiten, wenn wir gerade bei Arbeit sind. Ali hat mich auch in letzter Zeit ein bisschen ziemlich viel mitgenommen. Deswegen war auch so auch das Problem. Ich bin jemand, der pünktlich zur Arbeit kommt, also eine halbe Stunde früher. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Und das ärgert mich einfach. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich das bei mir ein bisschen aufgebaut hat. Nächste Der Haltestelle, ganze Stress. Hauptverwaltung E.ON. Ihr wisst, ihm im mit Stress kommt nicht gut. Kommt einfach wirklich nicht gut. Ihr kriegt wirklich, wirkt sich dann auf andere aus. Und das ist so, wo ich sagen kann, das möchte ich einfach nicht. Deswegen habe ich dann auch mal da die Reißleine gezogen, aber jetzt habe ich auch mal einen Schnitt gemacht, mich ein bisschen aktiv. Nächste Haltestelle, Pavliger Straße. Bin sogar 2 Abende in der vorletzten Woche früher gegangen, weil ich so mich ein bisschen erholen konnte. Hat auch nichts gebracht. Ja, deswegen sage ich ja, Teilzeitjob 120 Stunden plus 2 Tage, also plus 2 mal 8 Tage mehr, da bist du bei 136. Ja. Und ich habe jetzt auch diese 136 drin. Weil ich einfach körperlich das nicht mehr halten kann. Meiner körperlichen Verfassung, ja. Jetzt hört sich vielleicht wieder an, dass es wieder ein bisschen Mimimi ist. Das ist aber nicht. Ist es aber nicht. Das ist leider durch mein Krankheitsbild, was ich da habe. Die psychische Belastung. Klar, jetzt würden wir das sagen, wenn der Verkäufer nicht machen kann, bringt er das denn? Auf der einen Seite bringt es mir viel Erfahrung. Erfahrung, die, wo ich sagen kann, die Art der Kommunikation, das Aktive. Nächste Haltestelle, Aber diese 8 Stunden Dienstzimmer stehen, Straße. die ziehen wirklich in die Knochen rein. Ja, und das ist halt, was mir momentan halt richtig wehtut. Und das ist normal. Ich meine, jeder, der den CNC-Betrieb kennt, ne, an einer CNC-Maschine arbeitet, als Dreher oder Fräser, dann kennt er das auch. Nächste Haltestelle, Gustavstraße. Und da habe ich einfach dann auch das Wochenende einfach mal genutzt. Ja, jetzt sind wir jetzt in letzte Woche, wo ich viel mit trainiert habe. Hallo, Tageskarte bitte. Wir haben sogar durch den zweiten Zeitungsbezirk, den wir jetzt auch abgegeben haben, ab den 31.05., weil meine Freundin nicht, wir haben mal gedacht, okay, also ich habe halt auch vorgeschlagen, wir holen uns noch einen zweiten Bezirk dazu, für am Wochenende die Zeitung auszutragen, um einfach mal zu testen, wie wird es, kann man damit umgehen, darf man das von der Zeit her. Da krieg ich halt 50 € mehr Geld. Ja, was bringen denn die Nächste 50 Euro? Haltestelle,
Valentinstraße. Und das war auch noch so, warum ich jetzt dann auch am Wochenende mal keinen Stream gemacht habe oder jetzt auch den Streamplan jetzt erstmal weggelassen habe. Und dann ich und meine Freundin einfach uns mal drauf konzentriert haben, ey, was sind die Zeitungen, was bringen sie uns? Nicht, dass wir uns da oder uns überfordern. So. Am Ende ist dann wirklich so rausgekommen, es hat mich überfordert. Es war zu viel. Ich hätte gesagt, dass mir die Bewegung nicht gut tun würde, aber es war einfach Fakt, dass es zu viel ist. Deswegen ist der Bezirk jetzt abgegeben. Haben auch abgegeben und teilweise auch, weil also ich habe einen 09er Bezirk und es gibt einen 03er Bezirk. So, der 03er Bezirk, der hat mehr Lauffläche, also mehr Leerlauf, als dass du von Haus zu Haus gehen kannst. Das habe ich bei dem 09er Bezirk einfach gar nicht. So. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich rede nochmal mit ihr, ich rede auch nochmal mit der Bezirksleiterin und in dem Fall haben wir dann gesagt, wir geben den zweiten Bezirk ab. Ihr könnt es euch gerne mal ausrechnen. Ich habe 220 Euro bekommen und durch den alten Bezirk bekomme ich meistens mindestens 178. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie viel ich dazu bekommen würde. Ja. Und das macht nicht wirklich Sinn. Also, ich kann schon im Teilzeitjob dann auch wieder diesen einen und zwei Tag auch wieder einnehmen. Ja, also mit 120 plus minus. So, und ja, war nicht nur auch der Nachteil, sondern es war auch, dass gewiss, ich wurde dann mal an einem Wochenende nicht beliefert. Weiß nicht, was da Problem war. Also ich konnte den 03er Bezirk dann überhaupt gar nicht austragen. Ich habe da auch nochmal weniger Geld bekommen. Und dann machen die wieder eine Reklamation. Auch wieder vor 2 Wochen. Ja, dann muss ich mich auch dort wieder drum kümmern. Und dann die Kommunikation mit der Bezirksleitung hat ein bisschen gehapert. Die Zeitung, wo ich halt austrage, gibt es ein Online-Personal, also ein Online-Portal. Und ich habe ja auch schon vor Wochen mal gesagt, St. Michaelstraße. Ich habe ja auch schon damals vor Wochen gesagt, hey, passen Sie auf, mein Online-Zugang, der funktioniert nicht, was ist da passiert? Haben wir da vielleicht was regeln? Hat es geregelt und ich komme immer noch nicht rein. Somit fehlt mir meine Abrechnung, wenn ich was für die Steuer machen muss. Oder zumindest, wo ich klare Budgetplanung machen möchte. Nächste Haltestelle. Stifterstraße. Wenn ich was für den Kanal investieren möchte. Ja, und da stehst du quasi dann da. Was machst du? Das hat mir dann auch ein bisschen aufs Gemüt geschlagen, wo ich dann auch dachte, okay, wie regelst du das am besten? Frag schon Kollegen. Ja. Endeffekt hoffe ich, dass ich durch den einen Bezirk jetzt wieder einen normalen Rhythmus finde. Deswegen ist es auch so ein bisschen ungerade auch mit den Videos gekommen. An dem Pfingst-Event von OMSI, wo es losgegangen, wo es losging, habe ich pro Tour oder pro Tag hatte ich 6 Folgen aufgenommen gehabt. Und leider ging es dann auch nicht gerade so, dass ich die zeigen konnte. Ja. Also. Man muss abwägen, an die Prioritätenliste, was du machen möchtest, was du tun willst. Ja. Und jetzt habe ich erstmal wieder, wie gesagt,
im Bezirk abgegeben. Ich freue mich jetzt erstmal auf das Wochenende vom 31. bis zum 2., wo die 24 Stunden ist. Ja. Und da werden wir auch, also wie gesagt, das ganze Wochenende für OMSI 2 geplant. Falls ihr euch fragt, was da jetzt in die Woche kommt. Und ich werde natürlich auch dann die Nordschleife mit den 24-Stunden-Rennen auch bei mir übertragen. Nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Deswegen wird es auch noch einen Shortcut geben. Und der wird dann auch heute mal veröffentlicht. Ich selber, wie gesagt, heute mit den Depressionen, die ich da habe, oder die Kopfschmerzen, die ich da habe, werde erstmal eine Grenze ziehen. Nächste Haltestelle, Egonstraße. Dass ich die Woche erstmal daheim bleibe, um mich zu erholen. Da will keiner mit, okay. Ja. Weil um auch einfach die so schnell wie möglich einfach auch die Medikamente zu bekommen, die ich halt brauche. Ja. Das ist halt so. Ich meine, ich vermisse echt die Zeit, sage ich euch ganz ehrlich. Nächste Haltestelle, Bördlicher Straße. Ich vermisse auch die Zeit, wo ich mit Justin Moins immer noch so gefahren bin. Ja, auch wenn ich dann noch vom Jobcenter abhängig war. Weil da einfach viel mehr die Art der Kommunikation einfach viel besser lief. Also mir hat es mehr Spaß gemacht, mit den Leuten da noch zu schnacken. Dann abends. Na, so ist halt doppelt und dreifach anstrengend. Also. Einerseits kam mir auch schon der Gedanke zu sagen, hey, man streamt einen Tag, ich schneide dann die Folge am nächsten Tag. Nächste Haltestelle, Bördlicher Straße. Immer am nächsten Tag, so immer dieses jeden zweiten Tag streamen und halt ein Konzept nochmal zu finden. Da habe ich gesagt, nee. Deswegen. Nächste Haltestelle, Ringstraße. Lauter Fahrkarten kommt. Ja. Ach, ich habe keinen dabei. Na. Zum Tagespreis hätte ich gerne. Jo, Manfred, machen wir doch. Ja. Nun, was soll ich schon sagen? Das war jetzt ein paar der größeren Baustellen. Ich arbeite immer noch dran mit dem Hintergrund, dass der nicht so halt etc. Obwohl ich auch in manchen Streams echt, naja, man versteht mich auch gut, aber auch manchmal dieses Geklackere von dem Geschwisterstraße. Von dem Rick oder von der Musa, von der Base. Halt schon ein bisschen. Gehört halt dazu. Ich will gar nicht so viel sagen, was jetzt, oder gar nicht so viel planen, was die Woche jetzt erstmal kommt. Weil, ja. Geht noch ein bisschen was an, was ich mich, kümmern muss. Dass ich auch mal wieder ein bisschen die Ruhe habe, weil ich habe noch ein bisschen was abzubezahlen auf der einen Seite. Sachen, die eigentlich überhaupt keinen, ja, wenn der Staat hier am Nacken sitzt, so nach dem Motto. Ja, und es geht halt nur schleppend voran. Aber momentan haben wir echt einen Punkte, wo Veränderungen kommen müssen. Die kommen auch nach und nach. Aber es braucht halt so seine Zeit. Wenn da halt mal so eine Woche kein Video kommt,
Ah, deswegen sage ich ja, es ist schade, wenn halt die Leute nicht da sind, aber wenn du nicht aktiv bist, aktiv keine Videos machst, dann rennen sie dir fort, das ist Fakt. Nächste Haltestelle, Mesterhold Bahnhof. Aber ich gehe auch mit meinem Krankheitsbild offen rum. Ja, ist einer meiner Schwächen. Ach nee, Entschuldigung. Aus dieser Schwäche wird eine Stärke. Deswegen, ja. Hallo? Moin moin. Oh, perfekt. Ja. Deswegen werden wir auch mal gucken, dass wir vielleicht nächste Woche ist neuer Monat. Weil ich bin ja auch noch mal am Handyvertrag am gucken, da ich ja auch IRL-Streams machen kann. Also nur nach dem neuen Handyvertrag. Schlossstraße. Das ist halt so. Also es wisst ihr, was so halt in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen halt ein bisschen abgeht. Sim Racing hat für mich wirklich auch Potenzial, wo ich dran arbeiten kann, wo ich was beweisen kann, dass man so eine Entwicklung quasi sieht. Das fällt mir leider im beruflichen Sinne. Naja, warte mal ab. Vielleicht wird ja durch die Medikamente ja etwas besser. Ich hoffe zumindest. Aber mein Doc muss da erstmal mitmachen. Ja, Doc muss da halt erstmal mitmachen. Ich hoffe, dass er da mitmacht. Ja. Auch heute, ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, dass auch der Racing-Sport, also ich hätte ja nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, ja. Dass man auch so viel umsetzen kann. Nächste Haltestelle, Obringstraße. Und wie ich auch gestern, wo ich beim Günni oder beim Hafensänger auf dem Discord war, bin ich sehr dankbar für jede Hilfe. Aber ich muss auch mal gucken, dass ich das auch mal alles umsetze, ne? Was mir da gesagt wird. Und die Schneidner und jedes Rennen, was ich fahre, bin ich ja immer noch am Schneiden von diesen Videos, was meine Fehler sind. Also Unfälle, die ich verursache. Oder jemand anders. Die will ich natürlich auch in der Playlist mit drin haben. ACC. Zumal auch jetzt diese Woche ich mitbekommen habe, dass der Name Hummer Racing Team ja auch aufgelöst wurde. Und ich habe dann, wie gesagt, ich habe ja Stefan dann gefragt. Er wusste von nichts. Wir haben jetzt auch quasi, werde ich jetzt die nächste Woche mal drum kümmern. Dann schauen wir mal, was sich dann daraus verbirgt. Ich kann halt jetzt momentan ja, wir haben nicht viel gestreamt die Woche, muss ich sagen. Also, weil ich sehr daran gearbeitet habe, auch ein bisschen was vom Sim Racing umzusetzen. Aber auch und gestern war ja eigentlich mein Tag so geplant, dass ich habe ja am Sonntag die Zeitung ausgetragen. Ich wollte eine Stunde noch mit dem Team mit dem Team SSR trainieren auf der neuen Server. Und dann wollte ich einfach den restlichen Tag LS-Aufnahmen machen.
Einfach mit dem Hintergrund, dass wie ihr morgen sehen werdet, dann noch was kommt. Oh Herr im Himmel, das wird mir voll zu warm hier. Ja, dass ich eigentlich genug Videomaterial habe. Nächste Haltestelle, Ägelicher Weg. Weil ich ja im Livestream dann die Thüringen-Map. Ich weiß nicht, ein Kollege hat mir gemeint, dass das im Multiplayer stattfinden wollte. Eigentlich wollte ich daraus noch ein Single-Projekt als erstes mal machen. Um einfach uns mal die Karte damit anzugucken. Jetzt kam ja die Deutschlandkarte ja auch noch raus, was ja auch sehr schön ist. Und Omsi macht auch gerade, was er will. Omsi. Auch interessant, dass da irgendwie so ein Ruckler mal wieder war, ne? Naja. Und ich wollte ja mitten im Monat ja quasi anfangen. Egal. Nicht egal. Manchmal muss ich echt aufpassen, was ich sage. Das ist ein Thema Ruhe und Gelassenheit. Was ist damit nicht los, Alter? Halt mal. So. Ach ja. Eine Bitte hätte ich noch. Ich habe diese Woche noch mit jemandem geschrieben, von der Community, weil der ETS 2 noch im Angebot war, etc. War ein bisschen schwierig, von der Korrespondenz einfach zu sagen, auch von der Korrespondenzunterhaltung, dass ich, welche Mods wir brauchen für den Server. Also ich werde, schon gesagt, von G-Portal noch einen Server mieten für ETS 2. Allerdings ist es so, wenn ich sage, ihr braucht alle DLCs, bis auf die Paint Jobs von SCS, ne, von ETH, von dem Euro Truck Simulator, sollte es eigentlich ja klar sein, also zumindest verstehe ich das daraus, soll jetzt keine Kritik sein, um Gottes Willen, aber ne, wenn ich sage, ihr braucht alle DLCs, bis auf die Paint Jobs, dann ist es ja quasi kein Problem. Ja. Alles Weitere würdet ihr dann quasi auf einem anderen Link quasi finden. So wie es wir da hatten. Ah, jetzt auf einmal wollen sie raus. Mhm. Da sind wir wieder mit dem leeren Blick, dass ich Kaffee getrunken habe, ja.
Nächste Haltestelle, Schloss Herden. Ja. Also mir kam schon auch in der Woche wieder mal die Karte auf Gerolstein zu fahren. Wie gesagt, von dem aktuellen, was jetzt weg war. Von dem aktuellen, darüber haben wir jetzt geredet. Wenn ihr da gerne dazu Fragen habt, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben. Das würde mich gerne freuen. Wenn es manche von euch genauso gehen. Ihr könnt mich auch gerne live auf Twitch erleben. Hoppla. Oder auf YouTube. Der nehme ich auch gerne auf beiden Plattformen. Ja. Ja. Und wenn es halt mal nicht geht, da kommen halt wieder wie heute. So. Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Folge aufgenommen habe, bin ich auch gerade dabei, dann LS weiterzumachen auf der Haute Belleron. Dann passt's. Weil da wird momentan echt sehr viel. Also, wenn ihr die letzten zwei Folgen anschaut. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet, von dem Format, den neuen. So. Auch schon an der Endhaltestelle. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze liken würdet, was ihr davon haltet, was in dem Video vorkam. Wie gesagt, zweite Season jetzt. Folge 1. Und ja, wie es halt die Woche weitergeht. Versucht mal. Da versuche ich wieder mal ein bisschen aktiv zu sein mit der Community. Oh Mann. Aber ich muss sagen, auch der Bus, der gefällt mir richtig gut, ja. Ja, weil bei uns steht bald nämlich auch noch die Steuerabrechnung an. Das war jetzt ein Fehler. So. Haben wir es gepackt. Ja. Im Fall wünsche ich euch noch einen schönen Montag. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bei Bartalo. Ciao, ciao.